Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und heute auch wieder richtig am Montag zur richtigen Uhrzeit. Ja, da hat uns mein Internet ein bisschen ein Problem gespielt, weil das hat irgendwie beschlossen, es hört zwischendrin einfach mal auf. Was ist denn jetzt los? So, ja, klar. Feldarbeit. Dann kann ich das einfach so machen. Feld 15. Das hatte nämlich beschlossen, dass es einfach mal nicht mehr will. Und darum stimmt doch trotzdem wieder nicht. Also ich muss ja noch berechnen. Immer diese Nups. So, lass mal gucken. Natürlich kriegen wir hier an dem Pfosten kriegen wir ein Problem. Aber wir lassen den jetzt mal erstmal so starten. So, außerdem wollen wir uns heute noch ein bisschen ums Geld kümmern. Deshalb habe ich hier schon mal einen Kollegen zum Industriepark geschickt. Weil da haben wir Milch und Käse und der Preis ist im Moment richtig oben. Wir kriegen fast 2000 Euro für Käse. Das müssen wir ausnutzen. Ich weiß nur nicht, ob ich die Milch auch schon mitnehmen soll. Wo kriegt man denn den Preis? Konsum. Beides zusammen, auch bei Konsum. Ja. Da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als das auch gleich mitzunehmen, weil sonst fahren wir doppelt dahin. So, zwei Milchcontainer kriege ich noch drauf. So. Gut, dann werden wir das gleich mal verkaufen. Außerdem werden wir gleich noch nach den Gewächshäusern gucken. Konsum. Halt, warte kurz. Du darfst am Ende gerne anhalten. Jetzt fährt er wieder irgendwo durch die Pampa. So, was haben wir hier noch drin? 6700. Die bringen wir mal weg. Die Frage ist nur, wohin? Was sagt denn der Kompost? Wir müssen jetzt mal kurz wieder alles durchgucken. Da fährt einer. Achso, der hat schon hier, ja klar. Kompost. 20.000 ist nicht so prickelnd. Hier haben wir noch 91. Dann würde ich sagen, fahr zum Kompost. So, ich bin am Überlegen, ob ich hier was ändern soll an diesem Let's Play. Und zwar folgendes. Das könnt ihr einfach mal mir kundtun. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Morgenstream mache. Ja? Das ist jeden Morgen zwischen 6 und 8 wird gestreamt. Darauf hätte ich eventuell Lust. Ihr müsst mir mal so ein bisschen sagen, ob euch das passen würde oder nicht. So, lass mal kurz gucken, ob der hier auch richtig arbeitet. Und wie ich sehe, hier oben hat er schon wieder falsch gearbeitet.
Ist mir bei der anderen Map auch schon aufgefallen, dass er die erste Spur, wo er umsetzt, auslässt. Und da fängt er dann später an. Naja. So, ich wollte aber noch in diesen hier, den Kollegen, den wollte ich noch zum Gewächshaus schicken. Weil Gewächshauspreise sind im Moment auch sehr weit oben. Da können wir auch gut Kohle mit verdienen. Gewächs. Ja, wir fahren jetzt mal kurz rüber vor an die Hauptstraße. Und da übernimmt dann unser Helfer. So. Was läuft denn noch hier alles? Der Xeron ist unterwegs zum Kompost. Könnte man nach der Wolle gucken, oder? Wo ist denn? Einsteigen. Oh. Ist gleich fertig. Dann gucken wir doch mal. Ob da noch was reingeht? Nee. Also das können wir einfach mal hier so ein bisschen. Das wäre jetzt toll gewesen mit der Drehung. Die Stoffballen hier runter zu hauen. Ich brauche hier eigentlich einen Radlader. Aber einen Radlader finde ich zu viel. Und vor allem, ich möchte im Moment kein Geld ausgeben. Im Moment muss unser Equipment reichen. So, jetzt kriege ich ihn vielleicht hinten dran vorbei. So, und die John Deere hängt jetzt endlich fest. Ah, so. Passt doch. So, über Nacht werden wir hier natürlich einiges an Wolle kriegen. Das wird recht nice werden. Wobei uns fehlen immer noch die wirklich vielen Schafe. Ich weiß gar nicht, wie viele wir hier haben. Aber da müssen noch ein paar drauf. Ein paar viele drauf. Also mit 1000. Mit 1000 hat man eine angenehme Produktion. Da muss ich jetzt echt mal so sagen. Wir sind hier noch ein bisschen. Lass mal kurz. Ja, Kollege. Du musst halt ein bisschen gucken, wo du hinfährst. Aber dann hat sich das auch schon erledigt. Weil da brauche ich jetzt keinen Helfer mehr einstellen. Drück nur kurz den kleinen Fitzel. Und dann könnt ihr du nach Hause fahren. So, Feld 15. Ach, das war. Naja, ist egal. Feld 15, Sülzfeld Nord, Sülzfeld Nord. Hof. Einstellen, Ende warten. Moment. Wir machen bitte diesen kurz, einstellen, bitte warten. So. Unser TGS ist angekommen. Das ist toll. Jetzt ist nur die Frage, was ist preislich hoch? Was lohnt sich aufzuladen?
Wir hätten hier zum Beispiel die Himbeeren, den Rotkohl, Tomaten. Also Himbeeren und Rotkohl auf 1. Das ist okay. Haben wir sowieso nicht so viel. Ich muss halt gucken, dass ich das alles auf eine Ladung krieg, was an einen Shop muss. So. Also hier haben wir wahrscheinlich noch Ballen eingestellt, ha? Jawohl. Paletten. Gut, und dann nehmen wir die zwei Paletten hier noch mit. So, der LED passt. Und dann, warte, was kommt jetzt noch? Und dann hätten wir noch die Erdbeeren oder Tomaten. Tomaten haben wir nur 2, Erdbeeren haben wir 3. Ja, lohnt sich aber nicht so recht. Ich weiß, was ich mache. Wir haben doch hier noch so einen kleinen Anhänger. Ups. Hier. Steht doch noch so ein kleines Anhänger hier rum. Damit nehmen wir die Tomaten noch mit. Weiß zwar gar nicht, wo die jetzt hin müssen. Also das muss zum Edeka und das muss zum Konsum. Oder wir schicken den Traktor zum Konsum. Ist doch auch eine Idee. Aber irgendwie haben wir hier gerade ein bisschen Stau. Geld verdienen ist schon anstrengend. Nein. So, dann schicken wir den LKW jetzt mal weg. Dann ist der nämlich aus dem Weg hier. Also zum Edeka müssen wir. Los. Was haben wir hier alles? Xerion. Der sollte zum Konsum. Kompost. Keine Ahnung, was der hier jetzt treibt. Deshalb greifen wir da lieber mal ein. Oh ja. Ach so, ja, stimmt. Der ist noch ein alter Weg, den habe ich hier durchführen lassen. Durch das Silo. Denkt bitte daran, dass ihr keine Wege durch Silos führen lasst. Weil wie ihr seht, irgendwann sind die Silos voll. Und dann habt ihr ein Problem. Ist ja krass, dass der schon so weit gekommen ist. So, wir werden bei Feld 19, da ist Weizen drauf, werden wir dann das Stroh aufsammeln und dann das Stroh hier abladen lassen. So, der ist auch zu Hause, den können wir mal einfach Tschüss sagen. Kostet uns der nämlich schon wieder kein Geld mehr. Ich glaube, ich werde in der morgigen Folge, beziehungsweise morgen, werde ich einfach mal dieses Morning Stream ausprobieren. Und mal gucken, wie eure Resonanz ist. So. Dann haben wir den
Wald war noch. Eigentlich könnte man den Ja, ich hab's mal wieder verkackt. In der anderen Map steht hier oben ein Waldra. Beim Gewächshäusern. Aha, das wird mir noch x-mal passieren. Och Gott, da hat sich jetzt schon eine neue Tomatenpalette angefangen. Ist aber ein bisschen doof. Da müssen wir jetzt Kleingruscht aufnehmen. Hallo, warum kann der das nicht aufnehmen? Gut, und dann lassen wir dich fahren zum Konsum, glaube ich, war das. Tomaten beim Konsum, jawohl. So, Konsum haben wir, glaube ich, nicht. Gewächshaus, Gemüse. Jawohl, haben wir nicht. Und dann machen wir Gemüse, Konsum. Einstellen, Ende warten. Vielen Dank. Phoenix, Akku Truck. 6x6 ist schon bei Konsum. Entlassen. Und da verkaufen wir jetzt mal den Käse und die Milch. Lange haben wir gewartet, bis wir da einen guten Preis haben. Muss natürlich ordentlich hinfahren, dass alles auf dem Trigger drauf ist. So. Schön Verkauf, bitte. So, dann gucken wir mal, wie wir hier den LKW wieder wegkriegen. Konsum. Industriepark. Das passt. Warte mal, wir probieren mal, ob wir den vom Industriepark dann gleich noch zum Sägewerk bekommen. Vielleicht klappt's. Das wäre toll. So. Dann hätten wir das auch geregelt. Da müsste noch ein. Genau. Der hier noch. So, hier ist wieder was drin. Mit der Ladung müssen wir halt warten, bis wir das Stroh haben. Ich meine, die 2-3 Ballen, die hier noch rumliegen, die machen den Kohl jetzt nicht fett. Aber warte mal, wir könnten mal gucken, was die Silage sagt. 68%. Ja, das könnte in der nächsten Folge schon fast soweit sein. Oder zumindest in der übernächsten. Beziehungsweise im morgigen Stream. So. Weil ich habe jetzt für mich entschlossen, ich werde es einfach mal so machen. Ich werde jetzt morgen mal einfach einen Stream starten, morgen früh. Und das die Map hier in einem Stream spielen. Wir haben viel Rotkohle. Eieiei. So, dann hauen wir das Zeug hier mal auf den Trigger. Gucken mal, was wir hier rauskriegen an Kohle. Wir fahren von Edeka wieder zu den Gewächshäusern. Das sollte aufgetankt werden, ne? Ja, da haben wir recht. Am besten du hin. Dass ich hier einen Weg eingefahren habe, das wusste ich auch nicht mehr. Was es alles gibt. So, der MF, ist stimmt, der fährt noch zum Konsum. Da haben wir dann noch die Tomaten drauf. Die zwei verkaufen wir gerade, das ist gut. Dann hätten wir noch die Erdbeeren. Aber Erdbeeren haben wir gar nicht viel, also das lohnt sich einfach auch nicht.
So, Kartonpaletten könnten wir noch beim Gemüsehandel verkaufen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. So, irgendwas hat jetzt 60.000 gebracht. Das war wohl die Milch. Bum, bum, bum. Müssen wir doch gerade mal gucken, wie viele Kartons wir haben. Okay, von denen haben wir ein paar. Dann haben wir auch zwei Ladungen. Also zwei Ladungen von den blauen Kartons könnten wir schon verkaufen. Dann laden wir doch schon mal, bis der LKW hier ist. Schadet ja nicht, wenn wir noch mehr Geld machen. So. Xerion steckt im Verkehr fest. Wo sollte der denn hin? Auf dem Hof. Der steht jetzt wahrscheinlich hinterm John Deere. Also alles kein Problem. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal zwei Ladungen blaue Palettkartons mitnehmen. Davon haben wir nämlich ausreichend. Ich dachte, ich bin schon nah genug dran. Dann müsste eigentlich auch der andere LKW gleich kommen. So, den koppeln wir ab, weil da brauchen wir die Dolly. So, nochmal 83.000. Wir haben jetzt 800.000 Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Entlassen. Dich wollte ich eigentlich. Warte mal, dich schick mal wieder zum Industriepark. Ich weiß gar nicht, was du hier eigentlich willst. Hof. Industriepark. Ist nur die Frage, wo dein Weg anfängt. Auf jeden Fall geht er, glaube ich, da hinten lang. Ja, da hinten fängt er an. Ist noch ein alter Weg. Deshalb fängt er noch nicht hier in der Mitte an, wo sonst jetzt alle neuen Wege anfangen. Und ich muss echt sagen, dieses System ist mega nice. Ich kann wirklich vom Hof aus einen zum Feld 17 schicken oder Feld 18 schicken. Der arbeitet da, macht seine Arbeit und dann muss ich nur am Ende noch einmal sagen, ey, komm doch wieder zurück, und dann fährt er zurück. Der macht das alles vollautomatisch und das ist wirklich eine riesen Erleichterung. Also ein Hoch auf Cosplay. So, jetzt räumen wir den John Deere hier noch auf. Dann blockiert der hier auch nichts mehr. So, ich hatte gehofft, dass wir den Phoenix Aquatruck, dass der hier noch rechtzeitig ankommt. So, die Tomaten sind auch beim Konsum angekommen. So, dann gucken wir mal. 800.000. Das ist wirklich schon nicht ganz schlecht. So, abladen. Und du darfst wieder nach Hause. Die Frage ist nur, wie kommst du jetzt nach Hause? Kompostgewächshaus. Nee, echt? Haben wir hier schon direkt einen Weg?
Ja, warte mal. Von wo nach wo geht? Ah, Kompost. Ja. Wir sollten natürlich auch nach Konsum gucken. Konsumhof. Anders können wir es nicht lösen. Aber das ist eben das. Das ist genau das, was ich meine. Ich fahre jetzt über zwei Ecken direkt dahin, wo ich will. Der fährt hier jetzt einfach kurz eine Runde und dann fährt er dahin, wo ich will. Und ich kann das von hier aus einstellen, weil ich hier auf dem Hof... Achso, nee, das geht nicht. Da wird er nachher spinnen. Das ist nämlich noch ein falscher Weg. Ja, das ist noch ein falscher Weg. Oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Xerion steckt schon wieder im Verkehr fest. Warum? Ah. Okay. Dann lassen wir dich doch mal hier durch. So. Ist auf jeden Fall nice. Wir haben jetzt hier nochmal 23.000 verdient. Das bringt uns ein bisschen näher an unsere Vorgabe. Aber wir brauchen natürlich noch viel mehr Kohle. Dass das hier... Ich muss gerade mal gucken. Was haben wir denn? Die sind jetzt alle Erntereife 3. Ich hätte ja gern noch ein nettes Fältchen. Was bringt denn die? Was kostet denn die 10? Soll ich gleich umfallen oder erst nachher? 5 Millionen. Die 17. Oh, die könnten wir uns sogar leisten. Die 18. Aber da ist Gerste drauf. Gerste brauchen wir nicht unbedingt. Also ich hätte gern schon ein Feld, was wir brauchen können. 2 Millionen. 14 oder wie ist das schon verdorrt? Ach so. Ja, wir brauchen natürlich ein Feld, was noch gut ist. Und wo was Interessantes drauf gepflanzt ist. Aber so sieht es ein bisschen schlecht aus. Wir müssen mal gucken, ob wir da noch irgendein Feldchen kriegen, aber da ist viel Gerste gepflanzt, das brauchen wir alles nicht. Hier ist Sonnenblumen. Und wahrscheinlich die ganzen Raps sind jetzt verdorrt. Also ja, wenn es nicht anders geht, dann nehmen wir hier halt warte mal. Der Soja ist auch verdorrt. Also haben wir gar nicht mehr viele Alternativen. Da ist auch Gerste drauf. Was kosten die 11? Ist die günstiger wie die 8? 2293. 22. Die 8 ist ein bisschen günstiger. So, was wir jetzt aber machen, ist noch hier die Paletten laden. Also das werde ich jetzt kurz noch zwischen den Folgen machen. Ich werde die Paletten laden und auch verkaufen fahren. Dann müsst ihr nicht dabei sein. Ihr wisst es jetzt. Ich nehme an, das gibt so 300.000. 200 bis 300.000. Nur diese blauen Paletten. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, morgen früh startet dann ein Morgenstream. Frühstücksstream. So um 6.30 Uhr. 6.30 Uhr bis 8 Uhr ist, denke ich, eine angenehme Uhrzeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und bis morgen vielleicht beim Stream. Bis dahin. Ciao.